Hi, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir waren ja letztes Mal in Kalid, in der Höhle hier, in der Kerkerhöhle. Da haben wir schon den Boss gelegt, aber da sind noch reichlich Items, glaube ich. Und deswegen werden wir da heute auch zurückgehen. Allerdings, hier in der Tafelrundfeste ist eine Tür auf und da sitzt jemand. Das sieht nach einem NPC-Invader aus. Ich kann ihn nicht anvisieren. Der Umgebung nach müffelt er ziemlich. Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all, the reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb, a stranger to defilement, ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defile. I asked you not to be thankful. It is all that keeps. Ich glaube, das ist dieser Typ, dem man den Trank von Selvius geben kann. Also man kann ja entweder der Tochter hier von den Typen hier rechts, wie wir das getan haben, geben, den Typen dann geben. Und ich habe gelesen, man kann einen Dunkmann oder wie Dunk-Eater oder wie das beschrieben wurde, weil der so Müffel, könnte der das sein. Hast du irgendwas zu denen zu sagen? Journey to the capital. The two think you may be our best. Nö. Okay. Dann nicht. Okay, dann gehen wir zurück in die Kerkerhöhle. Items fischen. Vielleicht finde ich dann noch mal Schmiedestein Level 5. Oder vielleicht, na okay. Ich sollte nicht übertreiben. In meinen Gedanken war Schmiedestein Level 6. So. Aber wir haben ja letztes Mal hier vor ein paar verschlossenen Türen erst gestanden und dann haben wir einen Schalter gefunden und der hat uns diese Türen alle geöffnet jetzt und hinter ein paar von denen sind Items. Ich habe noch nicht mir alles angeguckt letztes Mal. Ich bin irgendwie straight zum Boss gegangen. So, letztes Mal musste ich glaube ich da rechts durch, weil die Tür hier zu war dann. Gucken wir mal, wo uns das hier hinführt. Oh ne, hier sind diese Viecher. Bin ich jetzt in den Hauptraum drin? Ich glaube, ne? So, da ist auf jeden Fall ein Item. Geschmolzener Pilz. Hier kann ich nach oben. Moment. Das ist die Tür, wo ich ein... Hä? Wo kam das Item weg? War das ein Gegner-Drop? Wahrscheinlich. Da sind noch ein paar Items drin. Da sind ein paar Feuer. Ah, die sind hier auch. Okay. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, was passiert, wenn mich diese Explosion packt, wie viel Schaden das macht. So, alter Reißzahn. Ein Prangerschild. Ich möchte es mir ehrlich gesagt gar nicht angucken. Nee, ist auch der Mühe nicht wert. 68. Lächerlich. So. Dann waren wir hier noch nicht drin. Ja, es verzweigt sich jetzt ein bisschen. Und
Und ob wir was Lohnes noch finden, ist die große Frage. Ich glaube, das ist der Raum, wo man runterfällt, ne? Ja. Das heißt, ich bin ziemlich am Anfang. Goldene Rune 2. Ja, immerhin findet man goldene Runen. Wo kommt er denn jetzt auf einmal weg? Ich kann mir auch mal... Ich habe hier ein paar goldene Runen ja schon gefunden. Die vielleicht mal alle nehmen. Da kommt bestimmt ein Level-Up bei rum. Hier war ich schon. Ja, hier ist das mit den Schalter. Dann ist das nicht mehr so viel, ne? Was ich mir angucken kann. Hier, das war der Gang, wo ich runtergegangen bin. Schade, ich habe mir ein bisschen Besseres erhofft, um ehrlich zu sein. Hier ist jetzt ein Point of No Return. Goldene Rune 2. Ja, immerhin kriegt man ein paar Runen. Also ist den Aufwand einmal bisher noch nicht so wert, was ich hier mache. Okay, da ist meine Antwort für den Feuerschaden. Der hält sich ein bisschen in Grenzen. Das ist gut. Ich habe halt gedacht, diese Explosion tut einen komplett töten. Und da kommt der Blitz nicht rein, oder was? Finde ich manchmal ein bisschen lächerlich, aber okay. Geschmolzener Pilz. Hier haben wir eine dicke Kammer noch. Stellschwertschlüssel! Endlich mal ein Item, was es wert ist. Und Wakasashi. Geschicklichkeitswaffe zu 100%. Ja, ist jetzt nicht so toll, ne? Hat vielleicht schnelle Angriffe. So, hier sind ein paar wieder frei. Das heißt, hier könnten ein paar Kammern mit Items sein. Wo ist der andere hin? Hinter mir. Da ist nichts. Von da bin ich gekommen. Oder bin ich das? Ja, von da bin ich gekommen. Da ist der versteckte Gang zum Boss. Ich glaube, ich habe fast alles, ne? Ich denke, ja. Gehen wir mal hier hin. So, wo war dieser Ort der Gnade? Ah ja, ich erinnere mich. Es fault. Alles fault mit Scharlach. Der Boden, der auf dem Kalid steht, und Celia statt der Zauberer. Wir sind alle den Untergang geweiht. Was ist das für ein gigantischer Vogel? Eigentlich, das habe ich mich schon letztes Mal gefragt. Greif den mal an.
nicht genug Reichweite. Ich greife ihn nicht an. Ich glaube, ich lasse die Vögel in Ruhe. Was ist das für eine? Hä? Ach so, das ist so ein scheiß Klumpen. So, beim Erdenbaum war ich ja schon. Ich folge der Straße hier einfach mal weiter. Erstmal. Was ist das denn für eine Karawane da? Das sind ganz schön viele. Oh, nicht genug Mana, okay. Ah, das sind diese Packtypen. Darauf stehe ich gar nicht. Oh, die können diese Fäule auslösen. Was für eine XXL-Karawane, ey. Da hinten sind dicke Hunde. Aber auch eine Kutsche. Das ist ein Wunder. Leider hat der Hund das mitbekommen. Wie viel Schaden kriegen die so? Oh, das ist ordentlich. Die sehen gefährlicher aus, als sie sind dann anscheinend. Ich versuche mal einen per Nahkampf. Hundi ist dumm. Hundi kann dich aber nicht backstabben. Hundi macht Aua! Da ist so ein scheiß Vogel. Komm mal hier hin. Ich hab gesagt, du sollst hier hinkommen. Ey, du da! Ja, genau du! Okay, Vogel ist böse. Oh, ich habe Marikas Pfahl, Gott sei Dank. Füllt er den Trank wieder auf? Nee. Aber ich mache das trotzdem so. Das ist wesentlich ungefährlicher. Der füllt den Trank auf.
So, da sind meine Runen wieder. So, du scheiß Kakadu. Bringt ein 7. Nee, jetzt nicht schon den nächsten Fail. Ich darf diese Viecher nicht unterschätzen, die sind gefährlich. Wo bin ich denn hier? Okay. Wieder volle Magietränke, sehr gut. Das da unten sieht sehr interessant aus. Da ist ein gigantischer Topf voll ins Schloss. Schmiedestein 4. Ja, muss ich da dann hin? Mhm. Hebe ich mir mal erstmal auf. Oh, wenn ich zwei Doggos gleichzeitig an der Backe habe, könnte es kriminell werden. Kann ich die einzeln anlocken? Wenn ich sie treffe. Ah, also drei Blitze und die sind weg. Und die geben mir relativ viel Magietränke wieder. Den muss ich nicht in den Nahkampf gehen. So, hier hat der Vogel gepickt. Ja, er hat was bewacht. Das war fast zu erwarten. Ein Runenbogen. Sprengbolzen. So, jetzt gucken wir uns die Kutsche noch an. Da wird bestimmt auch was drin sein. Und da ist eine Ruine. Ein Großschwert. Riesenschwert. Gewicht 23. Vergesst es. Da ist ein Ort der Gnade, sehr gut. Und dann können wir uns die Ruine ansehen. Da sind weitere Doggos. Und da ist ein Turm. Da oben ist auch was. Könnte das da sein? Ah, Moment. Ich wollte ja... Das will ich eigentlich jetzt immer so handhaben, nach jedem Teilgebiet, was ich fertig habe. Ich habe das jetzt nach Lunia ein bisschen verpeilt, alle Runen zu essen. Da sollte einiges bei rumkommen, nämlich. 33. 6, 6. Na, ich denke, ein...
Ich höre bei 100.000 auf, denke ich. Weil mehr Level-Ups werde ich nicht bekommen, denke ich. Wenn ich sie überhaupt bekomme. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Vielleicht hätte ich weiter sammeln sollen. Obwohl, davon habe ich 17. Das sind ein bisschen höhere Runen. 13, 6. Das wird noch immer nicht reichen. Ich brauche 100.000 ungefähr. Ja, die 100.000 könnte sich am Ende ausgehen, denke ich. Obwohl, davon habe ich nur 8 und von den anderen 12. 12, 8. 91.000. Ich nehme mal nur von der die ganz große. Und die anderen lasse ich über. 2,5, das wird nicht reichen. Ich denke, ich brauche 2 von denen noch. Ja, das könnte sich ausdehnen. Das heißt, das ist eine 2000er Rune. Ja, das reicht. Okay. Ja, da sind wir 40 Glaube. Sehr gut. Was machen wir denn als nächstes? Das kann ich mir überlegen, wenn es soweit ist. Es bleiben sogar 12.000 übrig. Ich habe ein bisschen zu viele Runen genommen. Egal. Gucken wir uns die Ruine noch an. Was haust hier, was mich umbringen will? In den Ruinen von Kalem. Ah, Feuertypen. Und zwar reichlich. Es regnet! Es regnet! Die Typen werden gelöscht. Hoffe ich. An den kann ich mich anschleichen, bevor der hier Blödsinn macht. Was? Der hat das gemerkt! Es regnet. Wir können ihn in Brand stecken. Ja, fliegt ruhig alle in die Luft. Mir egal. Da ist noch so eine Kutsche. Aber da ist erstmal... Ich will den noch nicht anvisieren. Ich möchte das Item da haben. Ah, hier kommen hier sind lauter Feuertypen. Was interessant zu wissen wäre, ist, ob diese Explosion staggert. Das heißt, eine Explosion habe ich ja schon mal abbekommen. Die kann ich relativ gut leben, aber wenn zum Beispiel mehrere von den Viechern gleichzeitig bei mir explodieren, ob ich den Einzelschaden bekomme oder ob alle sich summieren. Weil dann können die in der Gruppe böse sein. Ah, gibt es hier noch irgendwas Tolles zu finden? Vielleicht gibt es irgendwo wieder einen Treppengang nach unten.
Wir halten mal nach allen Ausschau. Oh, das sind viele. Das sind verdammt viele. Ja, komm, lass sie in die Luft fliegen. Aber irgendwie gibt es hier nichts Interessantes. Kann das sein? Vielleicht da, wo die letzte Kutsche ist. Weil irgendwie so ein richtig... Ja, da ist ein Item noch. Und das ist genau da, wo die Kutsche ist. Gleich geschnappt, den kleinen Brandstifter hier. Kollisionsabfrage wieder on point. So, jetzt habe ich ihn. Hallo, nimm das Item. Da ist eine Treppe, die nach unten geht. Und da kommen bestimmt ein ganzer Schwund von diesen Assis raus. Das wollen wir mal in der Wurzel ersticken. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, so geht's auch. Lol. Wo wollt ihr hin? Ich bin vor euch, nicht da unten. Aber ist egal. So, großer Kopf, bla bla bla. Und wahrscheinlich gibt es hier unten noch eine Kiste. Oh, da ist jemand gestorben. Ich nehme mal vorsichtshalber einen Trank. Boss? Och nee, ne? Okay, okay, die können nichts ab. Darf ich wieder anmerken, dass das unglaublich ideenlos ist? Das ist einfach ein Boss, den man schon mal hatte, bloß zu zweit. Ich habe mich da schon abgefunden, dass diese ganzen... Sie machen es Gott sei Dank bei den Hauptbossen nicht. Diese ganzen Minibosse da machen es halt öfter. Muss man nicht gut finden, tue ich auch nicht. Ich komme hier nicht weg! Alter, war das knapp. Mach den einen Kürbis weg, ey. So, mal schauen, ob du die schwarze Flamme abkannst. Das macht weniger Schaden als Blitz. Blitz hat, wenn ich den Helm treffe, 80 gemacht. Ja. Ich habe am Anfang des Kampfes irgendwie verdammt Dusel gehabt, nicht seinen fucking Helm die ganze Zeit zu treffen. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich werde das wahrscheinlich nicht zu 100% abwehren können, weil das Feuerschaden wahrscheinlich machen wird. Der scheiß Helm, der nervt etwas.
Komisch, also zu zweit waren, war das doch wesentlich einfacher. So, da haben sie sich wahrscheinlich nicht so gut verteidigt. Yay! So, was ist mein Preis? Feuerspuckschild. Was? Oi. Oi, das ist nicht schlecht. Das, oh Gott. Das wiegt 10.000 Kilo. Aber von den Werten her ist das gut. Zeig mal her. Ich finde das ultra hässlich. Warum hat das so gute Werte? Naja, ist egal, Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.